Hallo und herzlich willkommen bei slowjuice.de. Heute will ich euch zeigen, wie schnell und einfach man die Solostar 4 Saftpresse reinigen kann. Dann fangen wir gleich an. Also wir nehmen erstmal komplett das ganze Teil hier ab. Dann kann man das hier richtig schnell alles reinigen. Ist kein Problem. Hier einfach diesen kleinen Pips abmachen. Dann können wir das hier ein bisschen rausmachen. Ist auch sauber. Den Deckel noch schnell sauber machen hier. Das Schwierigste wird nachher sicherlich das Sieb. Ein bisschen umfangreicher. Machen wir noch kurz den Deckel ab. Und dann hier kommen wir jetzt zur Schnecke. Die Schnecke ist jetzt auch schon sauber. Ich habe mal abgemacht. Hier das kurz ausspülen. Das geht auch richtig schnell. Und einfach kurz alles ausspülen. Auch fertig. Auch fertig hier. Und jetzt zum Schluss noch das Sieb. Erstmal so ein bisschen mit der Hand abspülen. Jetzt so die einzelnen Siebe einfach einmal kurz durchschrubben. Also jetzt nicht so viel Arbeit, ist schon ein bisschen mehr Arbeit mit dem Sieb jetzt, als vielleicht bei anderen horizontalen Saftpressen mit einer Schnecke. Aber da haben wir auch nicht so ein großes Edelstahlsieb und deswegen auch nicht so viel Saftausbeute. Deswegen bei der Solostar 4 hat man hier eine viel höhere Saftausbeute aufgrund des Umfanges des Siebes. Und dann geht das halt auch, dauert es halt ein kleines bisschen länger. Aber ihr seht, ich bin jetzt eigentlich schon soweit fertig. Das Schwierigste hierbei sind halt die Ränder. Machen wir nochmal hier drinnen kurz. Sauber. Hier nochmal drinnen aufschrubben beim Sieb. Hier nochmal. Und das war's schon. Dann sind wir auch mit dem Sieb fertig. Können wir gleich wieder zusammenbauen. Mal kurz zum Abtrocknen. Kommen. Auch das geht richtig fix, das Abtrocknen von der Solostar 4. Das Schwierigste hier beim Abtrocknen ist der Trichter. Aber es ist auch kein Problem, diesen Trichter trocken zu bekommen. Ist jetzt also kein Problem. Geschirrspüler würde ich euch nicht raten. Gerade auch beim Sieb, es wird dann stumpf. Dann sind wir schon fertig mit dem Trichter. Dann können wir den ja wieder festmachen. Als nächstes kommen wir zur Schnecke. Die geht richtig schnell sauber zu machen. Ist gar kein Problem. Jetzt auch die Schnecke hier rein wieder. Jetzt kommen wir zum Sieb. Sieb schön sauber machen. Wieder darauf achten, wie ich vorhin auch schon in einigen Videos darauf hingewiesen habe, hier diese Ritz, der muss nach oben zeigen. Und dann könnt ihr den auch wieder gut auf die Schnecke drauf tun. Jetzt haben wir noch die Teile hier. Es geht auch schnell abzutrocknen. Ist wirklich keine große Arbeit hier, das Gerät wieder zusammenzufügen. Und noch den Trichter. Aufsatz hier.
Auch schon fertig. Und zu guter Letzt hier noch den Stößel. War auch mit fertig. Das war's schon. Ihr habt gesehen, das ging jetzt richtig schnell mit dem Saumachen und auch wieder dem Zusammenbauen und dem Abtrocknen. Ich kann den Solostaff hier nur allen weiterempfehlen. Ihr könnt gerne auch auf die anderen Videos klicken, die ich dazu schon gedreht habe. Sehr empfehlenswert. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Gute. Servus und Tschüss, sagt euch euer Bastian von slowjuice.de.